So, ihr Piraten, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Weiter geht's hier auf dieser verlassenen Insel. So, uns wurde ja gesagt, wir können hier auch tauchen. War doch so, oder? L2. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Wir haben kein Problem mit Luft anscheinend. Herzlose, wer hätte es gedacht? Miesmuschel. Okay. Was haben wir denn hier noch? Lauter Kisten. Aber keine Itemkiste. Fokus funktioniert unter Wasser anscheinend nicht. Wollen wir da gerade einen Fisch einsammeln? Ja, Kabel ja auch. Ein Rochen, was für eine. Herzlose. Ich glaube, das waren sie alle. Lauter Kissen. Ach, guck mal, hier unten können wir auch rein. Ah, guck mal, geil. Kommen wir denn da rein? Ja, dass wir die nicht anfassen sollten, dachte ich mir schon. Irgendwie so ein Loch in der Wand. Kommt man denn da rein? Ach, hier ist auch. Okay. Eine Mega Potion. Allheilmittel und ein Meisterring. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Ich glaube eher weniger. Können wir mal auftauchen und gucken, wo wir sind. Irgendwo.
Unter Wasser sieht es doch wesentlich cooler aus. Aber wir müssen definitiv hier hin. Gehen wir mal hier lang. Just getting cozy down here. Be careful. Oh, ein Schatz. Adamant haben wir gefunden. Super. Ein Hummer. Spannend. Okay. Noch mehr Herzlose. Ich wollte das Item nicht vergehen lassen. Das wollte ich dann noch gerne mitnehmen. Ach, guck mal, immer mehr. Sehen die nur anders aus oder leuchten die einfach mehr? Nee, der ist irgendwie, der ist gelb, der ist irgendwie anders. Okay. Und hier kamen wir, das heißt, wir müssen durch das Areal hier mit den ganzen Quallen. Na, das sieht spaßig aus. Mehr Eis und mehr Feuer. Ah, okay. Das funkt. So ein Orichalum. Sehr geil. Ach, die respawnen wieder, oder was? Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, dass sie das tun. Weil so viele da sind, schwierig zu sagen, ob das jetzt die von eben waren oder nicht. Wird auch noch so ein kleiner Zipfel lang. Dass die Quallen so viel Schaden macht, das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Also irgendwie. Irgendwie strange. Ist ja mit mehr Feuer. Aber Feuer unter Wasser. Warum auch nicht? Au. Egal, wir kommen durch. Ein weiteres Spiel, der Angelausflug. Okay. Hinter dem können wir einfach durch. Ne, wenn sie einmal weg sind, bleiben sie weg. Okay. Also die respawnen nicht wieder, die Quallen.
Okay, ich glaube, hier geht's lang. Obwohl, hier sind so viele Quallen. Waren wir hier nicht schon? Das ist ein Speicherpunkt, ich glaube. Nee. Heil mich mal. Ich wollte eigentlich gerne mal... Nee. Hier lang. Ist auch noch irgendwie so eine Abzweigung. Wieder Fischis. Herzlosen Fischis natürlich. Die sind nicht netten. Ach, und die auch. Diese Wasserherzlosen. Ach, schon viel HP, ey. Aber dafür geben sie doch gute Erfahrungspunkte. 236 Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. Okay, hier sind ein paar. Was denn das? Untersuchen. Ich kann den Schatz hier durchwühlen. Was bringt mir das? Ach, hier halte Taler, ist sich jetzt. Ich kann hier Geld farmen. Ein echter Piratenschatz. Ja gut, Tal alleine bringt mich hier nicht weiter, deswegen gehe ich jetzt mal. Um unseren Fortschritt erstmal zu speichern. Wunderbar. Das ist ein großes Gebiet hier. Hier geht was ab. Look, something's glowing. That seems suspiciously convenient. I'll check it out. Sorry. This can be dangerous. But Donald, no pirate worth his salt ignores treasure. Schnapp dir den Piratenschatz. Das ist doch eindeutig eine Falle. Das sieht man doch. Das ist doch ein Herzloser, der da gleich hinausbricht, sobald ich die Truhe öffne. Na also, wer sagt's denn? Hat der mich? Sau! Hat mich schon wieder geschnappt. Hab ich ihn nicht? Doch, jetzt. Hätte er wohl gerne. Würde mich wieder schnappen, die Sau. Gleicher Mann. Was macht er denn jetzt? Ah!
ist nicht mehr viel. So, Blitzgar gelernt. Awesome. Da unten liegt jetzt die Truhe. Was ist denn nun ominöses hier drin? Ah, Meeresherzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando Ariel zur Unterstützung herbeirufen kannst. Cool. Beachte die Ringe auf dem Boden und drücke mit dem richtigen Timing Kreis, um hoch in die Luft zu springen und eine Wasserpfütze zu generieren. In der Luft kannst du X drücken, um die Gegner mit einem Wasserstrahl zu beschießen. Drücke zum Abschluss Dreieck, um Wasser von den Pfützen nach oben zu schießen zu lassen und die Gegner damit erst so richtig nass zu machen. Okay, jetzt haben wir Ariel quasi als Koop-Partner, wenn wir das Item einsetzen. Frag mich, wie viele es gibt. Vier habe ich. Boah, Entschuldigung. Vier habe ich jetzt. Lauter Geysire hier. Wasser. Okay. Schwimmen wir mal an Deck. Beziehungsweise raus. Jack? Finders keepers. How'd he get here so fast? Mine. Savvy? Now, Sammy. Jack, you already have the Black Pearl. Aye. To which this ship holds no candle. Bus, take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't dawdle. Climb aboard. Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but aren't we kinda trapped? Now, Sora, I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Make way! Yeah, wir haben es aus der Höhle rausgeschafft. Die Leviathan. Ein neues, verbessertes Schiff, die Leviathan, verfügt über eine Reihe beeindruckender Funktionen. Leviathan macht. Bilde die Leiste, indem du deinen angreifenden Treffer bei dem Gegner landest und erfolgreich andere Aktionen ausführst. Ist die Leiste voll, drücke Dreieck, um eine mächtige Attacke auszulösen. Wasserwall. Beschwöre mit Viereck einen Wall aus Wellen, um dich gegen Angriffe der Gegner zu schützen. Am Ende eines Seekampfs werden TP des Schiffs wieder vollständig aufgefüllt. Drücke am Steuer das Touchpad, um die Seekarte zu öffnen. Sie hält wichtige Informationen und Funktionen für dich bereit. Momentaner Aufenthalt, Schlüsselschwert-Symbol.
Ziel, markiert mit Kreis. Zeig die Position deines nächsten Ziels an. Wegpunkt, markiere mit X. Du kannst dich auch direkt zur Insel teleportieren, die du bereits besucht hast. Ach so, wir können hier die komplette Welt einfach so erforschen. Das ist ja verrückt. Speicherpunkt. Markiert mit Kreis. Zeigt Inseln mit Speicherpunkten an. Schiffsstatus auf dem linken Bildschirmseite. Der aktuelle Status, der ist Schiffs angezeigt, sowie die benötigten Anzahl der Krabben, um die nächste Stufe zu erreichen. Okay. Das ist ja geil. True pirates. Aye, the sea's yours to explore. Don't let this chance sail by, mates. Okay. Bam, alle versenkt. This ship is great. That ship. It's the Atlas. Oh, but look, this time there's somebody aboard. Isn't that... Not the merry company I'd hoped for. Harley! A black coat. Of course. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it, that they do me the honor? Never count your cards until they've all been dealt. Jack, don't you give this creep the time of day. Come now. Are you really so unsophisticated that you decline a gentlemanly conversation? What'd you say? Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship. When said pirate offers to confabulate. Ah, yes. And how could I love games and contests without honoring the rules? Because only by winning fairly does victory have any savor at all. But, of course, the code is actually more guidelines than rules. Speak your piece. I am looking for a box. A chest, perhaps. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box. But said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal. Yes. Whoever reaches it first is the victor. And the stakes? You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Done! Jack? Then we have an accord. Now, let us begin! All hands! Prepare to make sail! But Jack! Drop canvas! Hey! Jack! Whip a wheel, lads! Jack, listen! Watch! Oh! You can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for?
Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. Does I have the foggiest notion why he'd covet the blighted thing? Is it a black box? It is more black than blue, so yes. Do you think it's the one? Could be. And when in the race would keep it out of Organization 13's hands? Hey. You're right. What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Yeah. Also dann mal los. Tempo machen. One to Port Royal wins. And I say we make it interesting. Let's try those cannons. Fire! We gotta stay away from those. Fire! Wirbelstürme, also Rückenwind. Full speed. Okay. Mittendurch. Wir haben Schlagseite. Wow. Fire, Sora. Yeah. Oh. Steht uns im Weg. Wow, die zerschießen uns. Sora. Ah. Oh shit. Kacke. Geschafft. Lookouts report. Starboard side, all clear. We got this one in the bag. The game isn't over until it's over. Fire! No! They're closing in! Come about! Make ready to return fire! Okay, dann wollen wir mal. Sind das Herz, wo sie darum fliegen? Ich glaube schon. Take this. Get him. Take this. Get him. Get him. Oh,
Eine Million mal besser als Assassin's Creed Black Flag. Dabei ist schwer mit den Kanonen so ein bisschen zu treffen. Da müssen wir ja die Stellen treffen, die da hervorleuchten. Okay. Hinter uns sind noch welche. Ach, Wirbelstimme auch noch. Na nü? Was passiert? Hä, sie sind weg. What? Ah! Versuchen uns zu rammen. Oh, neue Schiffe. Es sitzt wie auf dem Präsentierteller gerade. Verdammt. Ich muss mal wenden. Ja, verdammt. Wilde Kanone, Blutwelle. It ends here. Scuttle 'em. Oh, da kommen noch mehr. Get 'em. Oh, oh. Let's do this. Den haben wir es gezeigt. Trotzdem hat mein Schiff schon hart Schlagseite. Oh, wieder diese Wirbel. Cannons! Take this! It ends here! Entere Luxusschiff. Okay, dann wollen wir mal. Prepare aboard! Ah, another game it is then. Okay, kämpfen wir jetzt das erste Mal gegen Organisationsmitglied oder was? Nein, wir kämpfen gegen niemanden. Magicans wieder. Ich habe die Waffe mal genommen, weil sie aktuell, glaube ich, mit am besten Schaden macht. Oh!
noch mehr Herzlose. So, der Feigling kämpft gar nicht selber. Dürfte der letzte, glaube ich, sein. Jawohl. Magnificent. I salute you all, gentlemen. You're up to something. A robot! Perish the thought. I know when I've been outdone. You were outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Ah, yes. Now I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. Aye, that's easy. I want the chest that's aboard the Dutchman. No, Jack! Don't tell him! Hmm? Really? Not good. Huh? Oh, Jack! Well, I didn't tell him which Dutchman. You tricked him! Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was! I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. That is, if you stay apace. After him! Nay, there's no point. Why not? The ship's listing near to Scuppers from that cannon fire. She'll be needing repairs. Best make berth at Port Royal.
What? Look for crabs. They'll set her right. Crabs? Why crabs? Never mind the particulars, mate. The white crabs. Savvy? Aye, aye. Die große Krabbenjagd. Drehen Steine Port Royal um auf der Suche nach weißen Krabben. Diese schlauen Schalentiere wissen, wie man sich gut versteckt. Du findest sie an allerlei ungewöhnlichen Orten, von Eichenfässern bis hin zu Kanonenrohren. Die Anzahl der Krabben, die du benötigst und bereits eingesammelt hast, wird dir in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt. So, und damit willkommen in Port Royal und aber leider auch Ende dieser Folge. Ich sag schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 3. In der nächsten Folge geht es hier weiter in Port Royal und auf der Suche nach weißen Krabben. Also dann bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 3.